Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore. Ich habe eine Woche Pause wieder gemacht. Wie gesagt, ich war letztes Wochenende unterwegs. Und ich habe mir in der Zwischenzeit was überlegt, weil mir ist eingefallen, wir haben ja eine Eisenfarm, aber die ist ziemlich kacke. Weil das ist eine, die auf Gossip basiert, also darauf, dass die Villager miteinander reden. Und das ist langsam und funktioniert nur tagsüber. Also wenn wir nicht schlafen, was ich auch im Moment versuche zu vermeiden, dann läuft die nur die Hälfte der Zeit. Das heißt, wir können es nur besser machen. Ich will da jetzt keine super effiziente Farm draus machen, weil das mir viel zu viel Aufwand ist, aber ich denke, ein Zombie hinzuzufügen wäre schon mal sehr sinnvoll. Ich kann auch mal kurz zeigen. Die Farmen hier sind soweit durch. Ich habe festgestellt, ich hätte hier gar keinen Dripstone gebraucht, deswegen habe ich hier Glas reingezogen. Ich zeige mal kurz, wie es unten aussieht. Ich sollte langsam mal Speedboost wieder hier reinmachen. Hier. Also, das wächst langsam. Und das können wir auch noch beliebig nach hinten ziehen, wenn wir möchten. Nur sehe ich im Moment halt keinen Bedarf. Ich habe extra zwei Slots jetzt gemacht, wo halt Dripstone und die Dripstone-Blöcke rein können. Also, im Sortiersystem ist es auch angebunden. Und hier die Lava-Farm. Wir machen das jetzt hier einfach schulkerweise. Und packen die Schulker dann. Also, ein bisschen behalten wir hier. Dann packen wir hier die Schulker rein und gelegentlich farme ich halt hier die Dinger ab. Also ich habe schon wieder einen Everrack gefarmt. Unser Superschmelzer arbeitet jetzt nur noch mit Lava und es ist einfach mega geil. Also das hätten wir viel früher haben müssen, diese Lava-Farm, weil das einfach mega OP ist. Wir brauchen keine Kohle mehr, wir brauchen keine Blaze Rods mehr, einfach gar nichts. Wir können das alles jetzt schön in unser Sortiersystem packen und bunkern. Selbst hier die Hälfte hat eigentlich schon mehr produziert, als ich brauchte. Deswegen, also habe ich das jetzt auch gar nicht groß weitergemacht. Und was wir vielleicht heute auch noch machen können, also ich weiß noch nicht genau, was wir heute machen, aber also abgesehen von der Eisenfarm, aber wir könnten hier auf jeden Fall einmal gerade durchziehen und kommen dann, glaube ich, ziemlich genau an den ganzen Sachen hier an dem Kanal, den wir gezogen haben, vorbei. Und können das dann hier drüben irgendwie verbinden mit was auch immer wir hier oben machen. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. So, wir wollen erstmal zur Eisenfarm, aber ich habe noch keine Sachen in den eingepackt, oder? Wir brauchen auf jeden Fall Baublöcke. Also Glas und Stonebricks. Glas haben wir hier. Davon habe ich auch extra mal mehr geschmolzen. Ich habe extra den Sanddublikator nochmal laufen lassen und noch einen Turm im End weggemacht. Ja, was ich auch installiert habe, wie man sieht, ich habe die Apple Skin Mod installiert, die uns auch jetzt eine Sättigungsleiste gibt und uns zeigt, wenn wir Essen in der Hand haben, wie viel uns das geben würde. Und sogar Misas Pack unterstützt das jetzt, weil ich habe eigentlich nur nach einem User-Patch gefragt, ob das jemand schon mal vielleicht gemacht hat, der die Mod verwendet, weil manchmal machen ja auch Leute für sich selber so kleine Patches. Und hat sie jetzt das gesehen, hat gesehen, hier, das ist eine Sache von ein paar Minuten, das einmal gemacht zu haben, dass da die Icons drin sind. Ich muss es danach nicht groß pflegen, weil die Mod sich ja nicht in ihrer Funktionalität groß verändert. Und dann hat sie das irgendwie, eine Sache, glaube ich, von 20 Minuten war das am Ende für sie. Dann hat Misa das schnell gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Cauldron. Also einen Kessel. Und wir brauchen. Nein. Also doch, wir müssen es hinsetzen, aber. Ach, hier habe ich sie reingetan, genau. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Und wir brauchen immer noch Steine. Guckst du heute Minecraft live? Wahrscheinlich nicht. Ehrlich gesagt, also ich muss auch sagen, die Mob-Vote hier, die Geschichte, ich finde alle drei total langweilig. Also der Tough Golem hat, finde ich, noch am meisten Potenzial als dekorative Geschichte. Okay. Haben wir hier nichts? So, das sollte genügen. Ich denke, mehr brauchen wir nicht. Und ein Namensschild brauchen wir.
Ja, also Tough Golem, ja, für Deko. Sniffer macht ist ja wirklich nur Deko, weil das ja nur diese Pflanzen finden soll. Und Rascal. Ich glaube, zum einen ist es halt der Traum von der Waifu für viele Leute. Auf der anderen Seite denke ich mir halt nur, der Loot wird wahrscheinlich Kacke sein. Also irgendwie eine Gold- oder eine Eisenspitzhacke mit irgendwelchen Enchantments. Wenn es Diamantwerkzeuge mit einem besonderen Enchantment davon gäbe und der Rascal dafür relativ selten ist oder halt je nachdem, wie tief man ihn findet, halt die Sachen gibt, könnte man drüber reden. Wo hatte ich denn die Name Tags hingetan? Bin ich jetzt total blöd? Sind die noch hier vorne? Aber wie gesagt, von den dreien holt mich keiner ab. Also ich werde mich an der Mob-Vote nicht beteiligen. Und ich muss auch sagen, die Mob-Votes waren eigentlich bisher alle ziemlich dumm. Also wir hatten ja auch. Mojang hat die Gelegenheiten verpasst, die sich im Laufe der Jahre geboten haben. Ich meine, die Mob-Vote, ich weiß nicht, welches Jahr es war, wo das Phantom am Ende gewählt wurde. Also erstmal, das Phantom war eigentlich es klang vielversprechender, als es am Ende wurde, was komplett für den Arsch war. Und dann war es ja noch so, da war ja noch ein Super Blaze praktisch drin gewesen für den Nether und so ein Seemonster. Das Seemonster hätte man locker nice in den ins Update Aquatic reinpacken können und den Blaze ins Nether-Update. Hat man aber nicht gemacht, weil man gesagt hat, ja, aber es wurde nicht dafür gestimmt, deshalb sind die jetzt für immer weg. So. Danke für nichts. So, wie nennen wir denn unsere Zombies? Wir nennen ihn einfach Scary Boy. Und hoffen, dass das jetzt funktioniert. Wir müssen das ein bisschen vorbereiten und dann müssen wir darauf warten, dass es Nacht wird. Da sieht man übrigens jetzt auch, wie schnell die Sättigung weggeht, wenn man sprintet. Im Hintergrund von dem Ding haben wir nämlich jetzt eine Leiste, die sich füllt, wenn wir Sachen tun. Das sieht man nur ganz schlecht. Aber hinter der Hungerleiste ist nochmal eine andere Leiste. Ich finde sowieso, eine Sättigungsleiste hätte man schon längst in Minecraft integrieren können. Da sollte es eigentlich keine Mod für brauchen. Mensch, das Ding ist voll. Ich höre Schritte. Also auch, um dass sie sich damit für die Ewigkeit festhalten, das will man ausschließen. Das Ding ist, sie nageln sich ja nicht mal für ewig fest. Sie könnten jederzeit sagen, ja, aber wir haben einen Grund gefunden, das trotzdem zu tun. Genauso wie sie das Concept Art gezeigt haben für den Birch Forest und dann gesagt haben, ja, nee, ein Concept Art heißt ja nicht, dass wir es machen müssen. So. Ne? Das ist komplett willkürlich. Weil, warte, wir müssen es mit Glas machen. Wir müssen uns mit Glas hochbauen, sonst spawnen da Golems drauf. Müssen wir schon wieder essen. Den Teil hier haben wir nie groß erforscht, dafür, dass es die Spawn-Chunks sind und wir hier gestartet sind. Lars. 0596, willkommen zum Stream. Sind das Ingame-Tage oder RL-Tage? Das sind Ingame-Tage. Also wenn ich hier gucke, Tag 1870 ist es jetzt. Also ich runde mal ein bisschen beim Streamtitel bei 1869. Ja, lustige Sexzahl, aber das war's auch. Ne. Weil ich finde, die Ingame-Tage sagen halt nur bedingt was aus, weil wenn du viel schläfst, gehen die Tage ja richtig schnell hoch. Also ich gucke auch einen Streamer, der macht Half-Hearted Hardcore, also der hat die ganze Zeit nur ein halbes Herz. Außer halt, er isst irgendwie einen goldenen Apfel oder so. Und der schläft natürlich halt auch oft. Dementsprechend, ja.
So, hier soll der rein. Boah, ich hoffe, das funktioniert. Na, wobei, warte, das dürfen wir nicht machen. Weil sonst kommt er zu uns. Wir brauchen. Du musst aus dem Voting haben auch das Problem, die viel zu wenig Content bieten. Die fügen einfach einmal einen Muffin zu, geben einen Drop und geben diesen Drop eine Funktion. Ja, vor allem ist es nicht mal das. Das Ding ist, dass viele Mobs ja auch bewusst keinen Drop haben. Weil Mojang nicht möchte, dass die Spieler diesen Mob töten. Also hier Eisbären, Pandas, diese ganzen Geschichten. Ich meine, ich finde es gut, dass es sie gibt. Ich hätte auch gerne mehr davon. Also ich fände es cool, wenn in der Savanne dann irgendwie Löwen und Elefanten und so oder Zebras gäbe. Wo man da einfach ein bisschen mehr Leben in bestimmten Biomen hat. Und es muss ja auch nicht, finde ich, nicht jeder Mob eine Funktion haben. Aber. Da geht natürlich Dev-Zeit für drauf und dann haben die irgendwie eine obskure Interaktion, die möglich ist. So, und die droppen aus Prinzip einfach nichts, weil sonst würde der Spieler sie töten. Und ich kenne halt gerade bei Tieren, die vom Aussterben bedroht sind, kann ich verstehen, dass Mojang sagt, wir möchten nicht fördern, dass die getötet werden einfach. Und wir wollen halt, die sagen ja auch, sie wollen zum Beispiel jetzt, wenn sie Haie haben wollten, das soll halt dann höchstens ein neutraler Mob sein, aber halt keiner, der feindlich ist. Mojang ist speziesistisch, so würde ich es nicht nennen. Mojang ist manchmal einfach weird. Das Ding ist, so viele beschweren sich ja auch, dass sie halt ein paar Prinzipien sich inzwischen angeeignet haben. So, ich finde das grundsätzlich schon okay, auch wenn man dazu sagen muss, manche Sachen würden sie heute nicht mehr machen, denke ich. Aber ich meine, wenn man bedenkt, gut, bei Schafen. Da sind wir auch inzwischen davon weg, dass man sie tötet, außer halt jetzt ganz am Anfang vom Spiel. Wenn es halt wirklich ums nackte Überleben geht, und das ergibt doch, finde ich, irgendwie Sinn. Aber langfristig will man sie halt behalten und scheren. Okay, was ich mich jetzt hier frage, wenn das Ding ist, ja, wobei auf dem Glas spawnt, ja, also sie spawnen nicht mehr im Glas, das war ruhig früher so, aber inzwischen nicht. Also wenn da Glas drauf ist, ist das voll okay. Ich finde, teilweise geht so ein bisschen so ist hin auch das verloren, dass halt wirklich Fantasiemonster geschaffen werden. Wobei, gut, wir hatten jetzt gerade den Warden. Wir haben Piglins sind, gut, sie waren eine Neuauflage von den Pikmin. Aber ich meine, Strider kamen dazu mit dem Neta-Update. Was kam? Irgendwas kam noch dazu, meine ich. Die Hoglins, klar. Oder was ich die Tage noch gesehen hatte, da ging es um die alten Minecraft-Texturen im Vergleich zu den neuen. Ich finde ja eigentlich, dass die neuen Texturen fast alle ein Upgrade sind im Vergleich zum alten und vor allem halt auch vom Stil her besser zusammenpassen. Also da hat Japper, finde ich, schon gute Arbeit geleistet, auch wenn es am Anfang halt blöd rüberkam alles. Aber beim Netherrack kann ich verstehen, das sollte die alte Textur so bevorzugen, weil die alte Textur von Netherrack sah, finde ich, aus wie blutige Fleischklumpen. Das heißt, du bist im Nether gespawnt, vielleicht in so einer kleinen Höhle um dich herum war einfach blutiges Fleisch. Das hatte natürlich schon auch entsprechende Vibes dann. Und ich finde, da hat Mojang dann mit 1.16 wieder eine Gelegenheit verpasst, zu sagen, wir machen ein Biom oder etwas, was man in einem Biom finden kann, was praktisch wieder so einen Block mit einer ähnlichen Textur gehabt hätte. Und zwar die Überreste von einem großen Monster, also groß genug, dass du drin rumlaufen könntest. Ein toter Leviathan oder sowas. Dann hättest du halt wirklich im Nether Fleischhöhlen.
Aber hat ist nicht passiert. Wurde nicht gemacht. So, lass mal gucken, wie sieht es hier spawn-technisch aus? Wir müssen jetzt gleich erstmal einen Zombie ausfindig machen. Bist du wahnsinnig? Das Spiel spielen doch auch Kinder. Ja, deswegen gibt es ja auch die Höllendimension. Wobei man sagen muss, wie man da in den Nether kommt, verrät einem das Spiel ja nicht. Ich meine, inzwischen mit den Advancements verrät einem das Spiel, dass es das gibt und dass Obsidian was damit zu tun hat. Aber darüber hinaus bekommt man ja gar keine Info vom Spiel. Okay, das waren zwei Herzen, krass. So, ich gehe mal hier oben drauf, dass ich erstens besser sehe und zweitens weiter von da unten weg bin. Und dann schauen wir da mal. Blocklight Level ist immer noch zu hoch. Ja. Also wir sehen, also nicht Blocklight Level, Skylight Level, der ist immer noch auf 15. Obwohl der Mond schon aufgegangen ist. Wow. So, ich hoffe nur, ja, oh, das müsste gehen. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass immer die gleichen Villager gescared werden und dann nicht schlafen gehen können, beziehungsweise halt generell die Villager hier vorne nicht schlafen gehen können. Andererseits, wenn ist das, glaube ich, niedrig genug, dass wenn sie liegen, sie nicht mehr gesehen werden und vom Zombie. Ja, wobei dann funktioniert die Farm ja trotzdem na nicht nachts. Das ist alles kompliziert. Müssen wir gucken. Aber ich meine, schlechter machen wir die Farm, denke ich, auf keinen Fall. Da sehe ich eine Spinne. Aber was wir brauchen, ist ein Zombie. Hallo Spinne. Okay, sie war, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Wo seid ihr? Problem ist, wir können den Zombie auch nicht in die Mitte bringen. Weil in der Mitte läuft der Hopper durch. Wieso spawnt hier nichts? Da ist ein Creeper. Das war daneben. Zwei Creeper. Fuck. Genau die Monster, die ich jetzt nicht brauchen kann. Wo ist Creeper Nummer 2? Wollte schon sagen, ich habe doch nicht beide erwischt. Das geht doch gar nicht.
Noch ein Creeper. Da unten läuft noch einer. Ich suche einen Zombie. Ey, sonst habe ich immer voll viele wegen der Verstärkungsmechanik und jetzt ist hier kein einziger, oder wie? Hallo, Zombie. Hast du zufällig Interesse an einem größeren Inventar? Inwiefern? Hier ist ein Schaf, aber kein Zombie. Das Schaf kommt halt auch nicht weg. Vielleicht sollten wir es erlösen. Okay, gut, da drüben haben wir halt relativ viel durch die Fackeln, was nicht geht. Es gibt ein neues Datapack, mit dem du dein Inventar vergrößern kannst. Okay. Gut, Datapacks sind ja, so viel ich weiß, wäre sonst unabhängig. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie, den müssen wir irgendwie hier rüberkriegen. BP Boy? Wo ist jetzt? Wo sind die Zombies hin? Nicht weglaufen. Oder waren das doch von Anfang an Skelette? Da ist ein Zombie. Komm mit. Ja. Nein! 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 Wag es nicht. Ja, komm her. Na komm. Ich weiß, du kannst es. Du musst nur hier rüberspringen. So. Ach, komm. Komm her. Beiß mich ruhig, mir passiert eh nichts. Wow. Verdammt, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Zombie, wo bist du? Echt jetzt? Komm, der hatte eine Kopfbedeckung. Da bist du. Da bist du, komm her. Wenn ich jetzt noch ein paar Splash Potions of Harming hätte, dass ich ihn heilen kann. Du hast eine Kopfbedeckung, das heißt, du wirst nicht brennen. Also zumindest nicht sofort. Das ist, glaube ich, nicht auf
Soll ich nicht davon ausgehen, dass du immer auf der neuesten Version spielen würdest? Ich habe tatsächlich noch nicht geupdatet, aber es lag auch an dem Mod. Also ich bin da noch immer noch auf 1.19.0 halt. Okay, komm her. Dankeschön. So, du fängst an zu brennen. Nein! Oh, du Trottel! Komm! Wenn du schießt dich mir und akzeptierst die 1.19 ja, Minecraft-Version. Das Ding ist, ich habe festgestellt, es gibt tatsächlich ein Opt-out für das Chat-Moderationssystem. Für Server. Nichtsdestotrotz ist das System halt für den Arsch. Komm. Komm her. Ja, genau. So ist fein. So, du hast, glaube ich, ein Goldhelm. Wir wissen nicht, wie lange der halten wird. Und ich weiß nicht, wie schnell die ihre Haltbarkeit in der Sonne verlieren. So, ja, komm, geh rein da. Nein, nicht weglaufen. Komm her. Ach Mist. Egal, machen wir es so. Komm. Komm. So, du bist drin, fast zumindest. Jetzt müssen wir dich nur noch dazu kriegen, dass du halt richtig da reingehst. Wobei ich glaube, es ist eigentlich egal. Nee, ist es nicht, weil sonst könnte da ein Dings drauf spawnen, ne? Ah, vielleicht wird er vielleicht von den Villagern da drauf gelockt. Und zwar, habt ihr jetzt Angst? Nein. Jetzt bräuchten wir Schneebälle. Ich kann es nicht aktivieren ohne Plugin, ja. In den Einstellungen. Wir bräuchten jetzt irgendwas, was ihm keinen Damage macht. Bewegt er sich nicht von alleine? Ist mal so gar nicht? Gar keins mehr? Wir haben kein Peps.
nichts, was Zombies anlockt. Wir brauchen noch ein, wir müssen ihnen noch ein Namensschild geben. Sonst despawnt er uns noch. So. Pass auf, wir holen mal eben gerade eine Slash Potion, Damage. Oder Splash Potion of Harming. Und Schneebälle. Die Frage ist, jetzt muss ich kurz gucken, wie macht man Splash Potions of Harming? Hier ist irgendwo eine Potion Chart, die ich mir irgendwann mal gespeichert habe. Awkward Potion. Potion of Harming. Mit Fermented Spider-Eye. Wir müssen erst eine Potion of Healing machen und dann eine Potion of Harming mit einem Fermented Spider-Eye. Oder eine Gift-Geschichte. Potion of Regeneration. Kann man die auch direkt machen? Nee. Okay. Also glitzernde Melone. Ja. Wo ist hier? Da. Nein! So, Fermented Spider-Eye. Glistering Melon. Glowstone Dust. Und Gunpowder. So, ich habe schon eine Awkward Potion draus gemacht. Potion of Instant Health. So, Instant Damage 2. Okay, das ist auf Weakness, ja. Ja, dafür, dass du Minecraft live im Stream guckst. Ja, das würde mir nicht so viel bringen. Und das würde auch euch nicht so viel bringen. Also ich denke nicht, dass ich es gucken werde, weil es mich einfach nicht wirklich interessiert. So, die wichtigen Sachen erfahre ich so oder so.
Snowblock, ja. Komm, wir machen uns mal eben eine Schneefarm dahin. Dafür brauche ich aber nochmal einen Jack-O-Lantern. Jetzt habe ich natürlich meinen. Ja. Danke. Wirst du Minecraft live im Stream posten? Nein. Aber dieses Data Pack, erzähl mir mehr von diesem Data Pack. Also wie funktioniert das? Das Ding ist, ich würde halt nichts ändern wollen, was ich nicht im Zweifel auch wieder rückgängig machen kann. Genau, das Setup, um das Inventar zu vergrößern. Also, wie äußert sich das? Aber jetzt bin ich wieder hier und es ist schon wieder Nacht. Also, falls das jetzt schief geht, kann ich wenigstens wieder einen neuen Zombie holen. So. Es ist nicht scary genug. Warte, wenn da ein Block dazwischen ist, passiert den Villagern nichts, oder? Ich glaube, ihnen ist nichts passiert. Ich glaube, sonst wären die jetzt in Panik. Was anders. Na. Huch! Oh nein! Oh je! Komm mal da raus! Ich wollte jetzt eigentlich weinen, das Obsidian nehmen, aber komm. Nein, 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 nein. Falsche Richtung, mein Freund. Egal, ich mache einen neuen. Du kannst, ganz ehrlich, nein, ich lasse dich nicht hier weiter rumfahren. Jetzt habe ich aber den Kürbis nicht wiederbekommen, oder? Ach, fuck. Ich hätte die Schere noch auf ihn einsetzen müssen. Mann! Aber mal gucken, vielleicht reichen ja die Schneebälle, die wir bekommen haben. Wenn nicht, wäre das uncool. Hello? Auf einmal kommt hier ein Zombie. Jetzt, wo wir die letzte Nacht komplett danach verbracht haben, danach zu suchen. Hm?
komm schon. Geh in den Kessel. Geh in den Kessel. Nicht dein Scheiß Ernst. Aber warte, wir haben ja noch ein bisschen hier. Paar Versuche haben wir noch. Zelda gibt dir mehrere Seiten im Inventar. Du startest mit 2 oder 3 und kannst eine Einstellung haben, dass die muss bis zu 8 zu erhöhen. Ja, wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ob man das folgenlos wieder rausnehmen kann. Lass mich raten, dadurch, dass ich die Schneebälle werfe, ballert mir das dann halt Zombie-Verstärkung rein. Warum gehst du nicht in den Kessel? Ja, endlich. Und es funktioniert. Es funktioniert, sie haben Panik. Warum kann ich jetzt keinen hinsetzen? Sie haben total die Panik. Aber sie legen sich hin. Aber nur der eine hat. Er versucht sich hinzulegen, aber es geht nicht. Mann. Jetzt denkt er natürlich wieder, er kann mich erreichen. Komm schon. Boah, es ist jetzt wie das DVD-Logo. Aber ich will es nicht in den Ecken haben, sondern genau in der Mitte. Aber ich weiß, dass es geht. Oh Mann. Dann laufen wir halt nochmal zurück, holen nochmal einen Kürbis. Das dürfen die Villager den Zombie nicht permanent sehen. Ja, das Ding ist, teilweise hören sie ja auf, ihn zu sehen. Je nachdem, welcher Haltung sie sich befinden. Können Kessel bewegt werden von einem Pisten? Geht das? Wir nehmen mal einen Pisten mit. Wobei wir haben ja in den Dings haben. Wir haben ja eine Redstone-Kiste. Ja, sie dürfen ihn nicht permanent sehen, du hast recht, weil sie müssen trotzdem regelmäßig schlafen.
Aber es reicht, wenn sie halt irgendwie eine Sekunde im Bett liegen. Hier den Spawn müssen wir eigentlich auch mal richtig anbinden, aber das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob ich das Spawn-Portal noch verschieben will. Mann. Oh ja. Komm schon, Scary Boy. Ab mit dir in den Kessel. Mist. Das funktioniert nicht. Das Ding ist, wenn ich jetzt da aufmache, kommen die raus. Kann ich, wenn sie, wenn er mich... Nee, warte, so sieht er mich nicht. Mann, das geht doch ein normalerweise einfacher. Ich es schaffe, dann in einer Welt beizutreten, gründe ich eine Partei, die sich unter der Villager einsetzt, unmenschlich wie behandelt. Ach, die sind happy. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die sind doch total glücklich. Kann ich? Nein. Aber das geht. Das ist echt schlimmer wie das DVD-Logo. Wenn ich es jetzt aufmache, hauen die ab. Ja, weil Villager nicht wissen, was gut für sie ist. Okay, es ist egal, von wo ich ihn treffe. Es geht darum, von wo es, wo ich stehe. Mann!
Jetzt bricht du dir noch das Recht auf Selbstbestimmung ab. Ja. Weißt du noch, der Villager, als wir, ne, in der Hölle und so, der da meinte, schnurstracks durch die Hölle laufen zu müssen, den ich da mühsam wieder einfangen musste. Villager wissen nicht, was gut für sie ist. Punkt. Wie groß sind Zombies? Sind doch größer als 1,5 Meter, oder? Weil dann kann er mich vielleicht sehen. Aber ich will ja, dass er eben mich nicht sieht. Er bewegt sich halt aber auch nicht von selber. Okay, warte, die Höhe von 1,5 Metern. Dann mache ich doch mal gerade eine Half Slap. Ist hoch genug, dass er mich nicht verletzen kann, aber ich ihn pushen kann. Helltaker, das Spiel sagt mir gerade nichts. Nein, 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 nein. Ah, komm her. Fuck, 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 nein. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Wo läufst du hin? Komm zurück, Scary Boy. Ich glaube, es hackt. Jetzt. Okay, das war's. Tschö. Das ist nicht wahr. Das muss doch möglich sein, den hier reinzukriegen. Ich habe gerade echt keinen Bock mehr. Mich auf die Welt joinen und ich mache das für dich. Jawohl. Daubt.
Ach, Mann. Jetzt muss ich schon wieder einen Nametag holen. Hier. So, Moment. Scary Boy. Nummer 2. Wenn ich irgendwas auf der Welt kaputt mache, kriegst du auch einen Sub von mir. Not worth it. Nee, es ist eine Blume, ich dachte schon. Tschüss. Hau ab, Creeper. Eine Niere, also umgerechnet ein Döner. Was? Hör auf zu falschen. Okay, noch ein Creeper. Warum müssen hier nur Creeper rumstehen? Jetzt ist gerade der... Die Tridents gehen gefühlt durch den Durch gerade. Sind hier mal. Ich brauche einen Zombie. Nur einen. Hallo? Hi. Komm her. Ja. Komm her. Du bist sogar echt sein Zwilling.
Nein. So. Da ist er jetzt drin. Wir wollen verhindern, dass er verschwindet. Mal gucken, ob das hilft, wenn wir ihn jetzt noch sehen können. Okay, ja, so kann er uns nichts anhaben. Das Traurige ist, ja, wir können jetzt natürlich. Nee, darauf kann was spawnen. Es muss schon sowas hier sein. So, wie viele erwischt er? Das sind schon mal mindestens drei. Ja, wir hören, es funktioniert. Also sie laufen auch anscheinend rum. Klappt das? Wo, gehen sie ins gleiche Bett? Sie versuchen auf jeden Fall, sich wieder hinzulegen. Das Ding ist, wenn sie versuchen, sich in andere Betten zu legen teilweise, dann könnte das funktionieren. Dann könnte das okay sein. Folgen wir mal gerade, wo der hin will. Hier mit den Perlen im Haar. Nee, die geht immer ins gleiche Bett, ne? Aber sie legen sich hin. Ich glaube, das genügt. Und es sind vier Villager, die betroffen sind. Was ein bisschen wenig ist, finde ich. Ich glaube, das genügt nicht. Ja, aber wir können ja. Wir können ja hier noch die Wände wegmachen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich die drin hatte. Weil doch, weil es ursprünglich halt so kleine Module waren. Wirst du abhauen? So. Und zwar, ich habe ja noch ein paar Betten dabei, beziehungsweise Material, um welche zu machen. Ich jetzt auch wüsste, hier. Also, für Iron Farms wird es sogar Redstone gehabt. Mit den einfachen normalerweise aber nicht. Ich meine, ja, was man auf jeden Fall tun könnte, wäre, dass man irgendwie per Redstone hier einen Block hinmacht und gelegentlich wegschiebt, oder einfach generell einen Piston hat, der auf einer Glock funktioniert. Also hier einen Piston, da einen Block und den dann gelegentlich davor schieben. Aber wie gesagt, sie legen sich ja hin. Das genügt, soviel ich weiß. Wir können ja mal probieren, was passiert, wenn wir die eine Wand hier wegreißen. Ja, Bros, hört, aber dann laufen wir bitte nicht vor die Spitzhacke. Ist da drunter, habe ich da drunter was gemacht? Ja.
Hallo. Spiel. So, ich denke, was wir gelegentlich machen müssen, ist hier mal gucken, ob die Farm noch nachts läuft. Wenn sie nachts läuft, ist alles gut. Ups. Wollte ich nicht. Sorry. Ich sag ja, kopflose Hühner. Das sind, die fliegenden Haare, das ist, weil manche Features vom Texturenpack mit den Fabric-Mods, die ich verwende, um Optifine halt zu ersetzen, nicht funktionieren. Also noch nicht funktionieren, hoffentlich. Deshalb die fliegenden Haare. Könnt ihr jetzt mal bitte... Kannst du mal da, warum willst du unbedingt da stehen? Bruh. So, dankeschön. Okay, sie gehen alle in die Ecke. Wir gehen hier in der nächsten... Ich weiß nicht, wie viel sind... warte. Ich brauche mal kurz Minecraft. Wie viele Ticks sind Minecraft? Ticks per Day. 24.000. Ich glaube, alle 24.000 Ticks muss der mindestens einmal geschlafen haben. Okay, warum denkt das Minecraft-Wiki, ich würde es auf Russisch benutzen wollen oder was auch immer das war? Iron Golem. Spawning Villages. Slept in the last 20 minutes. Okay, also wir schauen mal, wie es hier in 20 Minuten aussieht. Warte, wie ist es mit Gossip? Okay, für beides müssen sie schlafen. Also, ja, wir müssen gucken, dass die auf jeden Fall schlafen können, weil sonst rippen wir die Farm uns komplett. Dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie einen Redstone-Mechanismus. Ach, jetzt haben wir unsere Sachen wieder da gelassen. So, minimal kurz was trinken. Na, ich merke ein bisschen nämlich, dass mein Kopf... ein bisschen dicht wird. So.
So, das tun wir mal hier rein. So, was wir in der Zwischenzeit mal gucken können. Genau, zum einen, wie wir das hier machen. Und das dann da drüben. Da haben wir noch Sandsteinwände. Dann verwenden wir die zuerst. Jo, haben wir. Wie man sieht, Minecraft ist langweilig. Sagt der Richtige, ne? Wieso, du willst ja immer, dass ich andere Spiele streame? Okay, hier können wir mit Dings arbeiten, mit Treppen. Dann
machen wir das hier eins runter. So, machen wir mal hier zu. Okay, ein paar Sachen bleiben hängen, aber ist so. Okay, ja, dann können wir mich hier wieder zumachen. Moment, ach ja, es ist ja oben im ersten. In der ersten Etage vom Sortiersystem hier irgendwo. Ja, hier sind noch. Das Ding ist, hierfür möchte ich eigentlich keine extra Kisten anlegen. Das ist das Ding. Die Kiste muss ich dann bei Zeiten auch mal verlegen.
So, pass auf, wir machen mal hier. Moment, wir planen mal ein bisschen voraus. Hier wollen wir später wieder hoch, dass wir hier nur so eine kleine Senke haben. Das ist natürlich jetzt uncool, dass wir hier wieder die Naht haben. Aber okay. Sieht man ja nicht. Seelenlaternen sehen bestimmt auch gut aus. Wenn wir jetzt hier, also die blauen. Dann brauchen wir nämlich hier die Fackeln nicht. Na. Und schon haben wir keinen Sandstein mehr. Theoretisch könnten wir hier auch noch vorbei, aber erstmal würde ich sagen, wir lassen das. Huch. Okay. Verstehe. Also man könnte dann eine Lichtquelle machen, aber dann kommt uns erstmal hier das Concrete Powder entgegen.
So, dann können wir nämlich wieder 8 Fackeln einsparen. So. Gucken wir mal, was wir von der anderen Seite machen. Er ist Bock auf ein Minecraft Death Note Projekt. Eine mit einer Person zum Kira, das Haus, wenn der Kira ist. Hat eine individuelle Methode, um zu töten, zum Beispiel dreimal springen. Okay, das klingt lustig. Aber ich finde, das müsste halt schon ein richtiges Death Note sein. Also wirklich ein Buch, wo du den Nutzernamen reinschreiben musst. Und dann kannst du halt ein bisschen Among Us draus machen, weil du musst die Person im schlimmsten Fall halt töten, um zu sehen, ob sie so ein Buch hat. So, die Wand war ursprünglich hier. Oh, hallo. Oh nein. Okay, ist nicht schlimm. Alles gut gegangen. Nein. Mensch. Perfekt. Das passt perfekt.
komm, hier. So, hier fließt ja gerade nichts durch. Mensch, jetzt ist die Lavafarm schon wieder fast voll. Es gibt nicht mehr den Fakt, dass man mit dem Buch tötet, sondern dass man auch so mit das Töten funktioniert. Ja, hast schon recht, wenn jeder die Methode kennt, ist es was anderes. Ich meine, selbst bei Death Note wussten sie auch am Anfang nicht, wie er tötet. Sie wussten nur, dass er einen Namen und ein Gesicht braucht. Hoch. Ist aber auch bestimmte Aktionen, also ich sag mal so, Milch trinken tust du in Minecraft eigentlich nur aus einem Grund normalerweise, und zwar wenn du vergiftet bist oder deine Potion-Effekte clearen willst. Jetzt schreibe ich schon verzweifelt. Ich habe erst gelesen, ich schreibe jetzt verzweifelte Streamer an und dachte so, wieso denkst du, dass ich verzweifelt bin? So, wir brauchen nochmal 3 Concrete Powder.
Beispiel, weil es eigentlich relativ offensichtlich ist, nicht, dass ich das deshalb nicht benutzen würde, weil es schon mal von dem YouTuber benutzt wurde. Na. Jetzt fehlt genau eins. Danke, Minecraft. Aber wenn ich jetzt noch den einen halben Stack mitgenommen hätte, dann wären es zu viele gewesen. Moment, nee, hier ist Wolle. Das kann praktisch alles sein. Man muss diese Aktion möglichst unauffällig durchführen, so oft wie möglich. Ich muss dazu sagen, ich bin halt kein Fan von diesen Social Deduction Games. Auch Werwolf packt mich jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel nicht wirklich. Super, hier lag es rum. Das eine Stück. Ein Concrete sie zu knechten. Kam ja gestern das Staffelfinale. Das war auch dezent Brainfuck. Noch so eine traurige Sache bei dem Game ist, dass ich selber nicht mehr mitspielen könnte, weil einer das ja alles konfigurieren muss. Oh. So, machen wir es hier genauso. Haben wir drei Durchgänge hier. Uah. Nein. Warum muss Concrete Powder Schwerkraft betroffen sein? Das ist doof.
Jo, sehr gut. Ah, okay, wir hatten es so rum gemacht. Ach, wir haben das ja hier gemacht mit der, mit der Geschichte hier. Wegen hier oben. Aber hier haben wir es ja auch nicht fortgeführt, also würde ich sagen, da drüben machen wir es auch nicht. Komm, wir machen das mal kurz hier fertig. Also zumindest hier die eine Wand noch. So, dann machen wir hier auch mal so ein Ding rein. Das Ding ist, dich brauchen wir eigentlich nicht zu behalten. Wir haben jetzt einen Villager-Breeder drüben. Und ich will eigentlich möglichst bald hier das hier wieder ordentlich haben. Oh Mann. Aber im Moment habe ich nicht so wirklich die Motivation, an der Maya-Stadt zu arbeiten. Beziehungsweise dafür müsste ich ja dann auch die Gebäude vorplanen. Ach Mist, die haben gar nicht so viel Platz.
So. Dann nehme ich das auch. Schauen wir mal nach der. Nach der Dings. Okay, ja, wenn wir da wieder hochgehen, dann sollte das auch das Portal gut kaschieren. Noch nicht gut. Doch. Also es läuft noch, jetzt nach mehreren Tagen. Was aber aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, ist, dass die... Warum landen die hier nicht mehr im... Oh, hä? Was ist aus den... Hä? What happened? Warum sind die Itemfilter alle weg? Warum sind die Itemfelder alle weg? Jo, also aus irgendeinem Grund war das nix. Und das Eisen kann ja auch nicht vollgelaufen sein, also deswegen kann auch das Signal hier nicht zu stark geworden sein. Ganz strange. Sortieren wir das mal kurz. Also wir haben jetzt hier gerade mal zwei Reihen und den Anfang davon. Komm, wir machen nochmal kurz den hier. Aber es scheint so zu funktionieren, wie ich es mir wünsche. Also anscheinend haben die Villager wirklich Gelegenheit zu schlafen. Dann können wir am Ende noch mal kurz reinschauen. Ja, ich höre ihn auf jeden Fall gerade kaputt gehen.
Also vielleicht doch keine Redstone-Lösung erforderlich. So, pass auf, wir brauchen nochmal 9. So, pass auf, hier. Boom, boom, boom. I want you in my room.
Uah. Merkt gerade, die Effekte von den Observern funktionieren nicht. Na. Na. Ach, jetzt habe ich hier die Fortune-Schaufel. Da musste ich einmal niesen. Huch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 3.
So. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es Concrete Powder oder roter Sand ist. So. Dann haben wir hier drei schöne Gänge, können da was ranbauen, hier, wie wir möchten. Das kommt dazu. Hier haben wir einen schönen Blick auf den Wasserkanal und sehen schön, wie alles miteinander verwoben ist. Wir haben jetzt hier 10, 20 Minuten gearbeitet, gefühlt, und es ist schon wieder fast voll hier. Guckt es euch an. So, ich hoffe nur, ich habe jetzt nicht die eine Pflanze wegrasiert. Nein. Es war nur die, nur der Wildwuchs. So, ich denke, das ist okay. Okay, das hier ist natürlich jetzt ein bisschen uncool. Hier, hier.
So, hier lassen wir mal Platz frei. Ist auch noch die Sache, was machen wir hier? Das müssen wir uns auch noch überlegen. Oder ich muss mir das überlegen. So, ich würde sagen, wir machen hier mal kurz. Wo machen wir da mal schön hier eine Ender Chest hin? Na. Das ist blöd. Wir stellen jetzt erstmal einfach nur hier hin. Denn wir werden mehr Shulker-Boxen brauchen. So mal hören. Okay, es funktioniert noch. Also das scheint zu funktionieren. Sie kommen offenbar dazu zum Schlafen. Hier ist noch. So. Haben wir das. Und wie viel haben wir? Ja, es ist immer noch mal ein anderthalb Stack dazugekommen in den paar Minuten. Oh. Ja, ich glaube, unser Schneegolem ist geschmolzen.
Aber dabei dürfte das doch gar kein... Das ist doch ein Waldbiom. Wieso ist der denn geschmolzen? Ich dachte, die schmelzen nur in heißen Biomen. So, das hier ist durch. Das läuft. Wow. Nein, nicht Subtraktionsmodus, bitte. So, nur mal kurz. Jo, funktioniert. Funktioniert anstandslos. Ich würde sagen, mal kurz gucken. Wir gehen mal kurz das Notizbuch noch durch. Schmolzen Schnee gebrochen. Ja, die sterben durch Regen. Ach, durch Regen auch. Krass. So, Baumfarm, Spawn Chance, Magma Cube. Bereich um Crossroads Portal. Ja gut, das haben wir ja eigentlich. Schildkrötengehege können wir noch machen. Und die Eisenfarm mit dem Zombie haben wir auch ausgestattet. Super. Wir können das aber noch gerade machen mit dem Schildkrötengehege. Gehege, genau. Gehege. In der Wüste, wo es keinen Regen gibt, sterben die einfach sofort. Ja, das ist gut, das ergibt Sinn. Ja, ich hätte wahrscheinlich einen Blog drüber machen müssen, ne? Ja, vielleicht kann ich irgendwie einen Crossroads-Tempel das einbinden. Weil der ist ja nicht komplett in der Wüste. Wobei Savanne reicht ja, glaube ich, auch schon, ne? Savanne ist ja, meine ich, auch schon ein warmes Biom. Mal gucken, Wüste. Wüste. Savanne. Aber ich glaube, in der Savanne sterben die auch. Nun denn, dann wollen wir doch mal schauen. Wir brauchen Glas. Nicht Glas, Sand. Ich würde dann roten Sand nehmen, einfach um auch zu symbolisieren, dass das künstlich ist. Sand ist hier unten. Den habe ich auch extra aufgefüllt. Was wir auch tun können, ist einen kleinen Teich da einbauen. Am 8 reichen. Dann tun wir den Rest in der Kiste. Aber halt da vor Ort. Genau, wir haben hier Seegras. Aber ich hätte halt gerne auch einen kleinen Tümpel, wo man halt dann bei Bedarf mit Seegras arbeiten kann. Also, dass man da Knochenmehl drauf macht und dann Seegras da spawnt. Na.
So, gib mir mal eine Schaufel. So. Machen wir dafür hier rein oder passt's? So. Kannst du everywhere at the end of time? Nee. So, dann haben wir nämlich hier. So. Das ist ein Musikalbum, welches simulieren soll, wie sich Demenz anfühlt. Okay. Wie funktioniert das? Reacte mal live darauf. Nein, ich glaube, das wäre nicht besonders unterhaltsam. So, Schildkrötengehege. So, ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange es dauert, bis Schildkröten schlüpfen. Zombies.
Schildkröten können keine Schildkröteneier zerstören. Ja gut, das macht Sinn. Schildkröteneier schlüpfen auf Sand oder rotem Sand. Wir hören's. In der Nacht sind sie, ist es wohl sehr wahrscheinlich. Also es gibt wohl zwei Phasen in der Nacht, wo es garantiert ist, dass die Eier weitergehen. Hatch 1, Hatch 0, Hatch 1, Hatch 0. Ich hoffe, auf der Minecraft Live ich auf vertikale Slabs. Sehr gut. Da hat Java bis, nicht Java, Mojang bisher gesagt, machen sie nicht. Was ich gut fände, wären einfach generell mehr Slabs und Stairs von Blöcken, die wir schon haben. So Obsidian, Concrete vor allem. Aber ich erwarte eigentlich nichts Besonderes. Ich bin mal gespannt, was 1.20, das Ding ist, wir wissen ja noch gar nicht, was 1.20 da das große Thema sein soll. Entfernung von Creepern. Du hast Phantom falsch geschrieben. So, ich glaube, das reicht jetzt auch, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich groß noch in Angriff nehmen wollen würde. Die nächsten 3 Wochen gibt es kein Minecraft-Stream, weil ich an den Wochenenden durchgängig unterwegs bin. Wie gesagt, beim letzten sogar dann auf der großen Siedler-Luxus-LAN von Zocker Lounge, die nicht unbedingt eine Siedler-LAN ist, aber halt eine Luxus-LAN auf jeden Fall. Und davor halt auch beide Wochenenden unterwegs. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore. Bis dahin.